Wöllersdorf in Niederösterreich. Alex' angebliche Untreue ist bei den Teenie-Mädels noch immer Gesprächsthema. Eine, die bestimmt auch was dazu zu sagen hat. Hallo! Mama Natascha. Wie ich die Nachricht gekriegt habe in Facebook um 1 in der Früh, bin ich eigentlich gleich runtergegangen und habe meine Mama aufgeweckt, sie hat geschlafen. Ja, die Sabrina war daheim und Alex ist jetzt vorgegangen und dann die auch so guten Freundinnen haben sie da angerufen, dass er sich mit irgendeiner anderen getroffen hat, mit seiner Ex oder was weiß ich. Und dass sie im Handel halt nicht gegangen sind und dann umgeschmust haben. Ja, und wir haben halt über das Ganze geredet und haben gefragt, ob sie mich einführen kann in die Stadt. Hat gesagt, nein, ich will es lieber nicht machen, ich will lieber daheim bleiben. Alle Neuigkeiten und Details kennt Mama Natascha allerdings noch nicht. Sabrina möchte ihrer Mutter sofort alles berichten. Denn wer weiß, vielleicht hat sie ja neue Lösungsansätze in Bezug auf den unklaren Sachverhalt. Hallo. Wir haben kurz um 9 in der Früh haben wir telefoniert. Und dann ist er schlafen gegangen und da bin ich erst dann runtergegangen und da war aber die Mama schon arbeiten. Und so jetzt? Ja, wir haben nochmal telefoniert und er meint, er hat mich nicht betrogen und warum er das tun sollte. Gut, ich verstehe alle zwei Seiten. Ich verstehe ihn irgendwo, weil das, ihm das Ganze zu ist, mein Speedway und mein Führerschein und mein Arbeiten und hin und her, dass er Auszeit braucht. Ich verstehe aber auch sie. Weil, dass er jede Woche in die Fut geht und halt nicht da ist. Ja, ich mit mir nicht, dass sich das alles ein bisschen anders nimmt. Wenn einer geht bei der Tür, ist er da. Ja. Aber der hat dann nicht hinten nachtelefonieren und dann anfangen oder sonst irgendwas. Ja, aber was soll ich jetzt machen? Man versetzt ihn in meine Lage. Er will nicht reden, er sagt, er hat mich nicht betrunken, die anderen sagen schon. Am liebsten hat er die von heute auf morgen vergessen. Ist eh klar, weil es ist schon schlimm, was jetzt eigentlich passiert ist. Aber irgendwie denke ich mir, ja, jeder hat vielleicht eine zweite Chance auch noch verdient. Ich weiß nicht. Ja, aber das kannst du nur glauben, dass du es selber siehst. Ne? Ja, aber warum sollten wir Freundinnen anlegen? Bei Freundinnen würde ich aufpassen. Bei Freundinnen, gerade deine besten Freundinnen, haben da hinten das Hackeln. Du kannst nur an drei Sachen wirklich glauben. Das, was du selber hörst, selber siehst und selber angreifen kannst. Ist so. Womit wir der Wahrheit keinen Schritt näher gekommen sind. Beziehungsdrama im niederösterreichischen Wöllersdorf. Alex, der Freund der 17-jährigen Hochschwangeren Sabrina, wurde mit einer anderen gesichtet. Sabrinas Mutter Natascha und Freundin Arietta stehen ihr bei. Wir haben telefoniert, er hat gesagt, ja, ihm, dass das alles nicht stimmt. Seine Mama will es auch nicht glauben, weil warum sollte er das in der Öffentlichkeit machen, wenn jeder weiß, dass wir zusammen sind. Und er war ein Drittel nicht. Wenn ich untreu sein will, kann ich jederzeit. Da brauche ich nicht gerade beim Furt gehen, wo es am meisten auffällt. Nicht? Weil dann sage ich von Einkauf oder sonst irgendwas nicht. Alles, was über dritte Person geht, das ist wie die stille Post. Bei Anfang ist da und zum Schluss ist es zehn. Da kommt nichts Gutes dabei raus. Da kommt ganz was anderes raus, als was am Anfang gesagt worden ist. Und ich verstehe dein Ding auch nicht. Weil du bist daheim, wartest auf ihn, er geht fort. Ja, vielleicht haben wir geholfen, ja, da muss er mich ausbrechen. Ja, aber komischerweise am Anfang sind wir auch gemeinsam fortgegangen. Ja, jetzt hat er aber vielleicht einen Punkt, wo es ihm einfach zu viel wird. Nein, ich glaube, dass er einfach einen Eichen kennengelernt hat. Irgendwie denke ich mir, ja, vielleicht ist er anders, weil er andere hat. Aber mit dem habe ich schon geredet, mit dem habe ich gesagt, nein, ich bin die Einzige. Und er hat mir geschrieben, immer, ja, ohne dich kann mich und sie so lieber Sachen. Und dann denke ich mir wieder, vielleicht wird ihm alles zu viel mit seinem Sport, dann ich und bald kommt das Kind und irgendwas ist. Aber ich weiß nicht was. Was hat es jetzt verblieben? Ich weiß nicht. Er meint ja, über was ich reden will, weil wir nicht mehr darüber reden, nicht mehr diskutieren und ja, die Sachen bringen oder holen. Ich würde die warten, bis sie redet. Ich würde dann an den Nerv gehen. Ja, er meldet sich eh nie. Dann sollte ich mir ein, zwei Tage warten. Ja, ich will aber nicht warten. Siehst du, du bist genauso stur. Genauso stur, mit Schädel gegen die Wand. Ja, ich möchte persönlich mit ihm reden, weil am Handy ist blöd. Und einfach herausfinden, was mit ihm los ist und was wirklich an dem Ganzen wahr ist. Aber wenn ihm wirklich wichtig war oder er mich wirklich lieben würde, dann darf er sich melden. Oder darf er auch noch mal reden würde oder weiß ich nicht. Es kommt ja gar nichts für ihn. Und ich bringe ihm heute die Sachen noch einer. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Oh ja. Weil wen würde ich bald mit den anschließen? Ich war ein, zwei Tage wenigstens. Die hätte ich schon warten.
Auf was? Weiß ich nicht, vielleicht braucht er, denkt er nach oder weiß ich nicht. Ja, der hockt jetzt daheim und überlegt sich gerade, wie es weitergeht oder was er weiter tun will oder wie auch immer, ich habe keine Ahnung. Ja, sie haben gesagt, ich soll nicht hinfahren, weil da durch ihn wieder unter Druck setzen, vielleicht wieder das wieder zu viel. Aber ich möchte einfach zu ihm, ich möchte ihn sehen. Die hochschwangere Sabrina legt großen Wert darauf, dass ihre Mutter sich einmischt. Vor allem jetzt, wo ihr Freund angeblich mit einer anderen gesichtet wurde. Und er hat gemeint, ja, nur Liebe ist oft nicht genug für eine Beziehung. Am Anfang wollte er mich jeden Tag sehen, am Anfang hat er mir immer geschrieben, hat sich immer gemeldet. Vertraust du überhaupt noch? Ehrlich jetzt noch? Jetzt nicht mehr. Am Anfang habe ich ihm schon vertraut. Am Anfang der Beziehung habe ich ihm eigentlich schon vertraut. Halt nicht ganz, nicht 100%. Und das Vertrauen ist aber dann eigentlich gewachsen, habe ihm gut eigentlich vertraut. Und jetzt seit vorigen Samstag vertraue ich ihm überhaupt nicht mehr. Ich werde trotzdem nicht so oft das gehen, was andere sagen. Das ist wie die stille Post und dann weißt du nicht, ob die nicht an keine treiben wollen, ob die euch die nicht auseinanderbringen wollen. Du warst nicht selber dabei. Du weißt nie, wie was geredet wird. Ja, aber komischerweise, die zwei, was uns erzählt haben, die kennen sie nicht einmal. Und jetzt ein Beispiel. Kannst du dir erinnern, wie ich fast einen Prickel geholt habe von Volksfest? Was ist denn da geredet worden wegen mir? Mit deinem Taufpaten? Ja, Mama, da hat aber eine Person was gesagt und nicht mehrere. Nach dem Volksfest habe ich es geholt. Und da hat es wie einen Taufpaten getroffen, der hat mich eingeladen auf einen Seiterl, ja? Am nächsten Tag hat es geheißen, etwas, was ich was dort noch gehalten. Und aber Gott sei Dank meine Kinder aus Zeugen. Weil heutzutage brauchst du schon fast überall einen Zeugen dabei. Ja, aber warum ist er dann so komisch seit Samstag? Vielleicht braucht er die Zeit, dass er runterkommt von seinem Level. Ja, aber immer bin ich die Schuldige. Das ist klar, dass er mir sagt, der Frau ist schuld. Er nimmt sie mir schon schwanger, er weiß, dass es mir eh nicht gut geht. Und dann. Ich verstehe es nicht, warum er das tut. Und er macht Schluss, nur weil er seine Mama angerufen hat. Das war, glaube ich. Er hat eigentlich Schluss gemacht, weil ich seine Mama angerufen habe und ihr gesagt habe, dass mich der Alex betrogen hat. Ich hätte halt gesagt, sie hätte sich einmal beruhigen müssen und mit ihm selber reden müssen. Mit einer dritten Person. Das geht meistens nach hinten los. Ja, aber wenn er mich wirklich liebt oder wenn er mich und die Kleine gern hat, dann darf er da nicht wegen sowas Schluss machen. Dann wartet er mal, bis er von seinen 200 herunten ist. Ja, das mit seiner Mama, dass ich sie gleich angerufen hätte, hätte ich nicht sollen. Aber sonst habe ich nicht wirklich überreagiert, finde ich. Und zusammensitzen da reden würde er nicht? Nein, er meint, was ich noch reden würde, er will nicht mehr darüber diskutieren. Weil er hat nichts gemacht. Ja, wenn es aber wirklich so ist, dann ist er in seinem Standpunkt, hat er recht, ne? Wenn es wirklich so ist. Also, wenn mich jemand betrügen würde, dem würde ich keine zweite Chance geben oder verzeihen oder sonst irgendwas. Da würde ich mit der Sache abschließen. Sowas könnte ich auch nicht verzeihen. Das ist nicht nur verzeihen kann, aber vergessen kann man das. Nein, sowas könnte ich nicht verzeihen. Ganz bestimmt nicht. Zurück bei der 17-jährigen Hochschwangerin Sabrina. Nach wie vor zentrales Thema. Der 18-jährige Alex, der Sabrina betrogen haben soll. Ich weiß genau, ich will einfach zu ihm hinfahren und ihm sehen. Probieren kannst du das ja, aber nur glaube ich halt dann, dass es ein Geist schon werden wird. Also ich habe Angst, wenn die Sabrina jetzt hinfahren würde und dass die Sache wieder eskaliert zwischen den beiden. Ich will ihn einfach nur sehen, mehr will ich nicht. Und dass du dann noch mehr gekränkt bist und dass es dann wieder so schlecht geht. Ja, das ist ja schon wurscht. Noch mehr, als was dir jetzt geht. Es kann ja nicht mehr. Schlechter geht's ja nicht mehr. Und was, wenn er dich wirklich betrogen hat? Nimmst du ihn dann wieder zurück? Ich weiß nicht. Wenn er mich wirklich beschissen hat, ich weiß nicht, was ich sagen soll oder machen soll. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob er ihm noch dann eine Chance geben könnte. Vielleicht könnte es schon sein, dass er mir eine Chance gibt und wir sind dann wieder zusammen. Sicher wünsche ich mir, dass wir wieder zusammen sind, weil ich liebe mich wirklich. Aber ich weiß nicht, ob ich es machen könnte, dass er mir noch eine Chance gibt. Das kommt davon, was er gemacht hat. Ja, das ist ja. Handel halten, ja, das kann man auch verzeihen. Alles, was drüber geht. Also, Handel halten tue ich mit meiner besten Freundin auch. Bussi links, Bussi rechts, gebe ich heute fast an jeden. Aber alles, was drüber geht, wird schon eng.
Aber wenn sie jetzt immer streiten tut und wenn sie jetzt nicht glücklich sind, dann werdet sie nie wieder glücklich. Nee, es muss nicht sein. Man kann sie nämlich zusammen streiten auch. Jeder sagt, sie glaubt es vom Alex nicht. Sie glaubt es nicht. Wenn zugeben wir das auch nicht, weil er dann weiß, wie du gekränkt sein willst. Nein, weil wie ich mit dem telefoniert habe, habe ich zu ihm gesagt, oder willst du es einfach nicht zugeben, weil ich schwanger bin, weil du mir das nicht antun willst. Na, glaubst du, er sagt ja? Und er? Ja, glaube ich schon. Und er hat darauf gesagt, nein, weil ich darf das schon sagen. Oh ja, der Alex, glaube ich schon. Weil er, weißt du warum? Weil er hat kein Mitleid. Das hat er mir vorher selber gesagt. Er hat kein Mitleid, darum darf er das mal sagen. Ja, das glaube ich schon, ja. Er hat kein Mitleid mit irgendwem. Das ist auch am gescheitersten, was du machen kannst. Das, was weg ist, hat es. So sagen, wie es ist. Du musst am besten noch durchs Leben. Ich hoffe einfach, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Irgendwann einmal, wenn nicht heute, dann in ein paar Tagen oder Wochen. Das Ganze drum herumreden oder irgendwas erzählen, was nicht stimmt, das ist sowieso alles eine Chance. Wenn es schon so weit ist, dass so ein Streit ist oder dass er Schluss macht oder sonst irgendwas, dann kann das zugeben, weißt du, was ich meine? Wenn es wirklich so wäre. Ja, aber damals, vor 2-3 Wochen, hat er, wie wir dann mal weg waren, hat er auch Schluss gemacht. Da war er angesoffen. Ja, und da hat, ja. er dann abgelehrt und hat gesagt, das tut ihm leid und wollte damit zurück. Und jetzt auf einmal ist er ganz anders. Da war es so, da hat er auch zu viel getrunken gehabt. Und er wollte fortgehen und wir waren in Murek auf ein Speedway-Rennen. Und er wollte fortgehen und wir haben gesagt, nein, wir gehen nicht fort. Und irgendwie so hat er dann geschrieben, ja, es ist aus. Und da hat er dann blärt und sind wir noch mal zusammengekommen. Ja, aber nachgesoffen, dann kannst du sowieso nichts glauben. Ja, aber er kann sich genau sitzen und denken, er macht Schluss. Weil er hat jetzt einen Grund, hat er jetzt gefunden, warum er Schluss machen könnte. Ja, dann hätte er das sagen. Der Alex, glaube ich, hätte sagen, wenn er wirklich einen Grund hätte. Aufatmen in Wöllersdorf. Sabrina hat endlich noch einmal mit Alex telefoniert. Und schon soll alles wieder gut sein. Oder doch nicht? Natascha zeigt sich skeptisch. Ja, was denn? Nichts drum ist am gescheitesten. Allein nicht bleiben, du brauchst dir nicht ärgern, gar nichts. Du brauchst keine Rechenschaft holen, du kannst machen, was du willst. Ja, wenn man sich verliebt, dann ist es halt anders. Das ist ein bisschen eine Chance, ja. Ja, also, ich habe ihn jetzt angerufen und er da kam. Und er hat auch selber gesagt, er wollte halt, war auch der Meinung, dass uns irgendwas auseinanderbringen will. Und ich habe halt übertrieben, weil ich seine Mama angerufen habe. Ich habe es ihm eh gesagt, ich sehe einen Fehler, ich bin auch nur ein Mensch. Jetzt sehe ich es auch und denke mir, es war wirklich ein Fehler. Und hoffentlich wird es wieder was, weil ich liebe ihn wirklich. Und ich will ja nur ihn.